Nach 47 Jahren Mitgliedschaft in der SPD wurde jetzt Thilo Sarrazin von der SPD ausgeschlossen aus der Partei. Und ich freue mich, ihn heute zu dieser Frage interviewen zu können. Herr Sarrazin, wie finden Sie es denn, dass Sie rausgeschmissen wurden aus der SPD? Ja, es ist erstmal eine Tatsache. Und Tatsachen sind so, wie sie sind. Und das finde ich natürlich nicht gut, denn ich war ja 47 Jahre lang Mitglied. Und ich fand, ich war zwar immer nur einfaches Parteimitglied, aber ich habe doch in unterschiedlichen Ämtern und Funktionen letztlich auch vieles getan, was auch für die SPD oder für SPD-Mandatsträger und Minister sehr, sehr nützlich war. Aber gut, der vergangene Verdienste über die redet man nicht. Es ist ja so, dass ich ja nicht wegen irgendwelcher Taten ausgeschlossen wurde, sondern ich wurde ausgeschlossen, weil die Partei es oder diejenigen, die entschieden haben, mich auszuschließen, letztlich mir davor warfen, dass ich mich mit dem Thema Islam kritisch auseinandersetze. Und das ist ja nun ganz interessant. Ich saß ja in also drei mündlichen Verhandlungsrunden dem SPD, der Generalsekretär der Klingbeil gegenüber, 45 Jahre alt. Als ich in die Partei eintritt, war er noch gar nicht geboren, aber das wiederum, Alter ist jetzt auch kein Verdienst und Jugend ist keine Schande. So, und ich habe ihn wiederholt gefragt, er soll mir doch mal sagen, welches irgendein Faktum nennen aus dem Buch Feindliche Übernahme, welches nachweislich falsch ist. Und unter den falschen Fakten, die er gefunden hat, soll er mir eins zeigen, wo ich mich dann in der Wertung rassistisch geäußert habe oder ähnliches. Es kam nichts. Irgendwann sagte die Anwältin der SPD etwas hilflos, ja, Zahlen und Statistiken könne man immer so und so drehen. Aber das war alles. Letztlich haben sie mich deshalb ausgeschlossen, weil sie fanden, dass man sich mit dem Thema Islam nicht, so wie ich das hier getan habe, kritisch befassen wollte, weil sie sich mit den Problemen, die es rund um das Thema Islam und um die Einwanderung von Muslimen gibt, weltweit und auch bei uns, auch nicht befassen wollten, sondern offenbar fanden sie, dass das zur heutigen SPD nicht passt. Man möchte das Thema am liebsten ausblenden. Und das ist die einzige und jetzt auch schon ziemlich wohlwollende Erklärung, die ich für dieses Ausschlussverfahren habe. Mhm. Nun haben Sie, wir haben ja zum Thema feindliche Übernahme zu Ihrem Buch gesprochen letztes Jahr. Sie haben ja Ihre Meinung immer mit Fußnoten belegt. Also es war ja nicht nur eine Meinung, sondern eine begründete Meinung. Ich bin sicher, im Verfahren selbst hatten Sie das auch öffentlich geäußert. Also nach dem Motto, zeigen Sie mir noch mal eine Stelle, die entweder rassistisch oder eben fremdenfeindlich war. Wie hat dann die SPD dann darauf reagiert, also im öffentlichen Verfahren? Haben ja, die gesagt, Sie haben die Zahlen rumgedreht oder? Es gab noch kein öffentliches Verfahren, sondern es gab eine, wenn man so will, Anklageschrift und dazu gab es dann Schriftsatz meines Anwalts. Dann geht das so hin und her, wie das bei solchen Sachen ist. Und es gab drei mündliche Verhandlungen nach der Kreisschiedskommission, bei der Landesschiedskommission und bei der Bundesschiedskommission. Das ist die parteiinterne Schiedsgerichtsbarkeit. So. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass die Schiedskommission selber sich für den Inhalt meines Buches offenbar gar nicht interessierten und auch jetzt nicht insistierten, dass nun mal der Antrag, dass der Parteivorstand, der mich ausschließen wollte, nun auch mal da belegt, was an sich an dem Buch falsch ist. Das war nicht das Thema, was jetzt die
also Schiedskommission interessierte. Und so konnte letztlich der Antragsteller und seine Anwältin, also Generalsekretär der Klingbeil und seine Anwältin, kam durch das Verfahren durch, ohne eine einzige Stelle in dem Buch benennen zu können, welche in irgendeiner Form sachlich falsch ist und ohne eine einzige rassistische Äußerung nennen zu können, denn das Buch, Sie kennen das ja, enthält keine solche Äußerungen. So, und insoweit wurde ich am Ende ausgeschlossen wegen falscher Gesinnung. Das, so kann man das nennen. Also das heißt, der Umstand, dass ich die nach der Religion des Islam kritisch beleuchte, auch die verhaltensprägende Muster, die das eben bedeutet, der wurde mir also vorgeworfen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel wissen oder daran denken, in welcher Weise sich Karl Marx kritisch zum Islam oder auch dazu Religionen überhaupt geäußert hat, könnte ich sagen, sicherlich heute wäre Karl Marx in der SPD auch von einem Parteiausschlussverfahren bedroht. Das ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Punkt. Und zum Schluss, Herr Sarrazin, mit was für einem Gefühl sind Sie denn aus dem Verfahren gegangen? Haben Sie gesagt, okay, dann will ich auch selber nicht mehr SPD-Mitglied sein? Oder sagen Sie, das war der unglückliche Vorstand, der leider in diesem Fall eher nach Ruf und Vorurteil entschieden hat und nicht nach den Fakten? Ja, gut, und die SPD ist trotzdem Ihre Partei. Das war, ich muss ja davon ausgehen, dass die Entscheidung, mich auszuschließen, von langer Hand vorbereitet war und auch unter den Beteiligten sorgfältig abgewogen wurde. Das heißt, sie haben eben gesagt, also Thilo Sarrazin mit seinen ständigen Veröffentlichungen und seinem öffentlichen Auftreten, das gefällt uns nicht mehr, das wollen wir nicht mehr haben. Das war die Entscheidung. Und dann wurde diese Entscheidung eben umgesetzt, was mich schon betroffen machte, das war das vollständige Desinteresse an der Sache selber, an dem von mir behandelten Thema und an meiner Argumentation. Das interessierte nicht. Und das sagt natürlich, wenn jetzt eine politische Partei ein Thema, was in unserer heutigen Gesellschaft doch an Bedeutung gewinnt, letztlich auf diese Weise ausblendet und ausklammert und darüber inhaltlich gar nicht reden will, weil es vielleicht inopportun ist und weil möglicherweise einige nach der türkisch geborene Wähler dann vielleicht nicht mehr SPD wählen oder was auch immer, dann ist das für so eine Partei sehr bestürzend. Und weil man dann insgesamt an ihrer Zukunftsfähigkeit zweifeln muss. Also letztlich, also jeder kann natürlich dafür sein, dass wir die Klimawandelziele erreichen. Das ist heutzutage billige Münze. Aber sich in einem Thema, welches wirklich in der Gesellschaft eine wachsende Brisanz hat, welches eine Menge auch bislang, also nicht gelöste Probleme und offene Fragen hat, einfach so auszublenden, das deutet für mich auf mangelndes Gestaltungsinteresse und überhaupt mangelhafte Zukunftsfähigkeit hin. Insofern würde ich mal sagen, der Schaden, der durch dieses Verfahren langfristig für das Image der Partei in der nachdenklichen Öffentlichkeit angerichtet wurde, ist höher als der Nutzen, den irgendein Kandidatenzirkus oder anderes für die Partei noch stiften kann. Und ich denke, unsere Zuhörer könnten es besser machen als Politiker, die darüber entschieden haben, nämlich dadurch, dass sie die Primärquellen lesen. Wir hatten ja vorhin auch schon gesprochen über das neue Buch Der Staat an seinen Grenzen. Also das heißt, bildet euch eure eigene Meinung und lest die Bücher von Herrn Sarrazin und vielleicht können wir damit etwas beitragen, dass die Fakten mehr als die Vorurteile in unserer Diskussion gelten. Danke für das Interview. Ja, danke, Herr Schäfenko. Dankeschön. Hast du eigentlich schon daran gedacht, diesen Kanal zu abonnieren?
einen kleinen Kommentar zu hinterlassen oder einen Daumen hoch zu klicken, weil du das Video in Wirklichkeit sehr, sehr gut fandst. Naja, zumindest eine Person würde das sehr, sehr glücklich machen. Ich sag's ja nur.